fragt nach Album, aber wünscht sich eine Nacht. TKS ist im Modus, macht dich Singles und es passt. HBF, die Session gibt 5 Jäger, ich bin straff. Ich bleib in der Gegend, ja, ich lebe für die Stadt. Du bist nicht nur Wave, du bist die Elbe, Bruder. Karte wieder straighter, so wie Elbe, Bruder. Call of Audio und Internet, edit Beats. Sagst aus meiner City, als ein Champions League. Ins K-Cameo und ich rave für Bacardi und K-K-Keta und bin safe. TK Money bei nem Fahrrad auf der Slang. Alle um mich rum sind Haarszener, doch ich spray. Yeah, yeah. Ja, ja. Ich hab meine Zähne bald in Gold. Ja, ja. Trotzdem gönn ich jedem den Erfolg. Ja, ja. Schwöre, ich vergesse diesen Sommer. Ja, ja. Lebende Legende, so wie Conor Ray, yeah. Ich vergiss die Pläne von heute Morgen in meinem Backstage-Bay. Hinter meinem Rücken nur der Wife, ich bin extrem safe. Ich vergiss die Pläne von heute Morgen in meinem Backstage-Bay. Hinter meinem Rücken nur der Wife, ich bin extrem safe. 15, 2, 3, 4, ey, check das Movement, alles passt. TK Solo, Daniel Viber, fuck mich alle ab. TK macht die Mische, 50-50 und es klatscht. Augen auf uns selbst, auch gönne jedem hier sein Hack. Leben wie im Film, denn Träume werden endlich wahr. Der Weg nach oben offen wie das Dach von meinem SLK. Bitches wollen Fotos, wissen nicht mal wie ich heiß. Das hier ist der Hype, er ist TK, ich bin gleich. Warte, fließt alles real, lebe jetzt. Mir recht, drück aufs Gas, zieh vorbei, lebe schnell, keine Zeit. Sie will Sex, ich will Bier, alles safe. Hab ein Ziel, du auf Party, ich im Schuh. Hab mit euch hier nichts zu tun. Hab Vertrauen in die Jungs, ackern bis es jeder schafft. Denn der Hustle wird belohnt, ganz egal wie gut es klappt. Manche Tage waren mies, doch am Ende ist's okay. Denn alle Fehler bis hierher hab ich auch überlebt. DK. Ich vergess die Pläne von heute Morgen in meinem Backstage-Pay. Hinter meinem Rücken nur der Wife, ich bin extrem safe. Ich vergess die Pläne von heute Morgen in meinem Backstage-Pay. Hinter meinem Rücken nur der Wife, ich bin extrem safe. Moin moin, ich bin der dicke Räuber. Ja, willkommen zu meinem Vlog, Alter. Baby, ich bin da. Ich geb alles, was ich habe, ja. Herzlich willkommen auf meinem Channel. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Was jetzt genau in diesem Vlog passiert? Warum, wieso, weshalb? Hashtag alles für den Vlog. Das erfahrt ihr jetzt von Roy aus dem Off. Ich mach mir erstmal auf den Weg zur Strecke. Wie gesagt, alles andere erfahrt ihr jetzt von Roy. Also Roy, erzähl uns mal ein bisschen was. Hey, danke Roy. Ja, also ganz einfach, um die Sache mal von Anfang an aufzuklären. Eines Abends habe ich bei Facebook gesessen, schön mit dem Handy durchgescrollt und habe gesehen, dass das Felix H, aka Felix Haki, Haki Boy, Alter, MC Mac Haki, ja, dass Felix auf jeden Fall gepostet hat, dass die Landesmeisterschaft in Mecklenburg, die sich da doch ausgetragen wird. Komplett hier mit 10 Rennen oder so, sondern bloß 3 Rennen. Welche Rennen? Meine absoluten Lieblingsstrecken. Wolgast, Rügen, Bergen, Rügen und Prisanewitz. Absolut geil. Was denkt der dicke Räuber sich denn so? Ich bin total fett, habe ein viel zu altes Motorrad, überhaupt gar keine Chance, überhaupt Top 10 oder auch annähernd irgendwas zu reißen. Also, was machen wir? Genau, wir schreiben uns erstmal für die Landesmeisterschaft ein. Ist ja kein Problem. Zack, Vorstadt geöffnet, zacki, zacki, zacki. Meine Daten eingeben, ja kein Problem. Also, schön genannt, Startnummer 377, MX1, MV-Klasse. Was auch sonst. Die beiden alten Motorräder mit eingefügt, welche Team natürlich, 20+2 Call 1-1 Dodge Racing Team. Was soll denn doch anders sein? Ja, das war ja alles erstmal kein Problem. Dann war ich erstmal eingeschrieben. Warum, wieso, weshalb ich das mache? Alles für den Vlog, würde ich sagen. Oder nicht? So, ich brauche Content für euch. Ihr habt was Lust, hier zu sehen. Und ich habe irgendwie so ein bisschen Motivation, so ein bisschen Training zu fahren. Das war so ein bisschen das Ziel dahinter. So, dann kam der nächste Step. Um bei der Landesmeisterschaft mitzufahren, braucht man eine Lizenz. Ich hatte diese dann natürlich noch keine Lizenz beantragt. Also, was mache ich? Erstmal mit Opi telefonieren. Weil ich davon gar keine Ahnung habe. Jo, Opi. Ich habe jetzt gerade für Wolgast genannt. Da ist mir gerade eingefallen, dass wir ja noch eine Lizenz noch ziehen müssen. Ja, das musste. Opi mir meine Daten vom DMSB rüber geschickt, weil ich hatte meine Daten zum Einloggen für den DMSB noch nie in meinem Leben gehabt. Hat immer mein Leben lang Opi für mich gemacht. Da steht auch das Passwort. Wie gesagt, ist auch schon ein paar Jahre alt. Guckst du das jetzt durch, ob alles stimmt? Wegen C-Lizenz. So, jetzt Fahrerbewerberlizenz. Fahrerlizenz beantragen. C-Lizenz. 50 Euro, meine Fresse. Ja, die haben ja schön angezogen. Okay, na dann, schönen Abend noch. Ja, die auch. Tschüssi. Jo, ciao.
So, nachdem wir das in Tatsache hinbekommen haben, diese schöne Lizenz beim DMSB zu ziehen, weil der total unkompliziert ist, wie man gesehen hat, war es an der Zeit, sich weiter Gedanken zu machen. Auf jeden Fall ist es ja so, bei der Landesmeisterschaft, da gibt es eine Maschinenabnahme. Da müssen die beiden Old Ladies, beziehungsweise die inner Old Lady, auf jeden Fall erstmal abgenommen werden. Darum kümmert sich Opi. Mit dazu, erste Rennen, Wollgast. Wollgast, mega sandig, Alter. Das heißt, erstmal dicke Schaufel suchen. So, mal wieder ein bisschen Lukas-Style hier, mit Handy heute filmen. Wieder am Wackeln, Alter. Ach, ich kann jetzt ja nicht switchen. Das ist ja bekloppt, Alter. Wir sind hier in den Heiligen Hallen auf jeden Fall. Aber wir suchen jetzt rasch einen Sandreif für Wollgast. Vorderreifen haben wir noch ein bisschen was da. Hier wird's interessant. Und ein neuer. Sandmäßig. Oh Gott, die sind schon so alt, ey. Oh, haben wir uns bei ihnen rausgesucht. Ja, der sieht an sich eigentlich noch gut aus. Aber der ist natürlich schon 100 Jahre alt. Da. 16. Na, guck mal, Opi sagt. Das sieht noch gut aus, aber das ist halt schon uralt, wa? Der macht den schon Sand. Der ist nicht einmal gefahren. Naja, Musik ausmachen, damit ich ein bisschen was filmen kann hier. Sonst kriege ich Eier bei YouTube. Und Opi baut mir jetzt gerade schon eine Starthilfe an, damit sie überhaupt in Video erstmal reinpasst. Und dass ich natürlich dann im Wollgast den Start gewinne. Ja, wie gesagt, Hinterreifen haben wir jetzt rausgesucht schon mal. Dicke Pelle. Sieht auf jeden Fall breit aus, als er eigentlich ist. Ja. Ja, ist nicht mehr der neueste Reifen, aber ist vielleicht erstmal besser als gar nichts, oder was? Besser als der Reifen, der drauf ist. Die Sache ist also schon mal geklärt. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, am Anfang im Intro ist jetzt neu, die sind supported by. Baby, ich bin da. Kommt daher, weil ich meine Unterstützer und Sponsoren halt besser präsentieren möchte. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, meldet euch gerne bei mir, entweder bei der E-Mail-Adresse, die hier hinterlegt ist, beziehungsweise hier, oder einfach bei Instagram mir direkt schreiben. Wie auch immer, ist euch bestimmt aufgefallen, dass da jemand Neues mit dazugekommen ist. Berlin Bike Connection kennen wir alle, Backyard Design ist klar. Aber neu mit dazugekommen ist Zweiradsport Brunner. Bei der Landesmeisterschaft wird ja Maschinenabnahme gemacht, wird Helm kontrolliert etc. Und ich habe momentan ja nur meinen alten Bellhelm. Ziemlich zerschrammelt schon, die ganzen Aufkleber, alles nicht erlaubt. Und auch halt GoPro-Halterung ist ja auch mit dran, alles nicht legal. Das heißt, ich brauchte also einen neuen Helm. Da kam dann Zweiradsport Brunner auf mich zu und meinte, Roy, gar kein Problem, kriegen wir alles hin. Und habe diesen mega geilen Helm bekommen. God damn, I come back, it's a blast für euch, wisst es. Gib mir 60 Seconds auf irgendein random Beat. Hammer, oder? Dazu gibt's noch einen schönen Satz in Nierklamotten. Die hat noch richtig schön bedruckt. Knallt wie Sau, Alter, mit dem Neon-Orange. Würde auf jeden Fall richtig fett aussehen, dann beim ersten Lauf bei der Landesmeisterschaft. Freue ich mich schon sehr drauf. Nu, nachdem wir uns bei Vorstand angemeldet haben, eine DMSB-Lizenz gezogen haben, eine schöne C-Lizenz, so wie sie gehört, aus Pappe für 49 Euro. Uns um Klamotten gesorgt haben und das Motorrad so ein bisschen durchgecheckt haben, beziehungsweise uns wegs ein paar Reifen hingestellt haben. Auch nochmal danke an Basti für den neuen Satz Reifen. Jetzt mussten wir dafür Sorge tragen, damit der dicke Räuber ein bisschen fitter wird. Und da kommst du jetzt ins Spiel, Roy. Geht ab zur Strecke, ich wünsche dir viel Spaß und Hashtag alles für den Vlog, Hashtag MacRäuber great again oder was. Und los. Zack. Und da sind wir auch schon. Ja, danke Roy auf jeden Fall aus dem Off. Machen heute ein bisschen Vorbereitung. Ein bisschen Turns fahren und so weiter. Da habe ich eine schöne Sandstrecke gesucht. Noch sandiger als hier geht's ja gar nicht. So, umgezogen haben wir uns schnell. Push ging das. Jetzt checkt mal immer die Strecke ab, nehme ich euch immer mit. Ich mache es immer so, wenn ich ankomme auf der Strecke, so 10 Minuten sozusagen freies Training. Dann mache ich so 20 Minuten, eine halbe Stunde Pause und dann fahre ich den ersten Turn. Dann ungefähr nochmal eine Dreiviertelstunde Pause, halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem wie viel Zeit noch ist denn. Und dann mache ich den späten Turn und danach geht's wieder nach Hause. Mehr schafft man nur mal in einer Woche leider nicht. So wie es aussieht, kommt Basti ja gerade oder die Polizei, ins vom Beden. Das sieht so aus, als wenn Basti jetzt endlich da ist. Luft die aber. Ja. Aber Basti, wisst ihr, was du rasch mal machen kannst noch? Ein Foto. Zieh mal eine Perspektive aus und stell dich dann dazu. Ja. Zieh mal einen Bauch ein. Zieh mal einen Bauch ein. Bauch einziehen. Hast du Bilder was? Nee, ein Video. Das ist Arschloch.
Heiß. Ich habe schon 12 Mai gesagt. Ich bin jetzt gerade erstmal so um die 10 Minuten gefahren, habe jetzt ein bisschen Strecke mehr eingefahren. Mache jetzt kurz Pause und dann werde ich gleich den ersten Turn fahren. Ich meine, ich werde zuerst probieren, 20er zu fahren. 20 plus 2. 20 plus 2. Hashtag MacRoyber great again. Ja, wollte ich Ihnen was gerade erzählen? Ich habe jetzt erstmal, ich rede mit der Kamera. Ach so. Ich war jetzt die Woche schon zweimal Jong gewesen. Gestern habe ich ausgesetzt. Gestern war ich beim Zahnarzt. Morgen habe ich mein erstes Probetraining im Fitnessstudio. Ja, der dicke Räuber, der nimmt den richtig ernst diesmal. Make Räuber great again, Alter. Hashtag alles für den Vlog. So, Basti? Genau. Aber deine Moped braucht mal ein bisschen Fitness so. Ach, das ist für die noch. Alter, die klappert ja wie dieser Schrauben. Klappern? Nee. Doch. Nee, die sort bloß ganz komisch. Ist sie ja, aber. Boah, Alter, wo die vorhin angemacht hat, habe ich gedacht, fällt der auseinander. Ach. Wirklich jetzt, das sieht richtig dumpf an, als wenn der Pleuel bald unten rausguckt. Probieren wir mal jetzt gleich den Turn durchzufahren. Das erste Mal seit 3000 Jahren gefühlt, dass ich mal einen 20er fahre. Also mal gucken, was wird. Hast du ein Handy bei oder sowas? Ja. Kannst du mir Zeiten messen? Na nicht, du musst die Rundzeiten will ich gar nicht wissen. Aber mir einfach nach 10 Minuten zeigst du mir Halbzeit an. Dann machst du da so ein Tee. So hier. Und dann nach den 20 Minuten machst du mir 2 Runden. Das ist alles, was ich brauche. Das wäre ja geil. Und wenn du richtig Langeweile hast, ne, dann kannst du die GoPro nehmen und ins Beethoven filmen. Gut, also wir fahren jetzt, wie gesagt, einen Turn. Gucken wir mal, ob wir den überleben. Und dann reicht es, glaube ich, auch für heute. Gut. Achso, und Michi, der ist nur für dich, ne? Than your average, pop a twist, cabbage off instinct. Niggas don't get shit, stick big gators. My Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right, it's a headline, Biggie there, air night. Pop a been smooth since days of under rule.
Wie lange haben wir jetzt gefahren? 22 Minuten ungefähr. Also 20 plus eine Runde. Du bist 20, in der letzten Runde bist gefallen. Ich habe nur zwei Runden gesehen. Ah ja, hier vorne, also 20 plus anderthalb Runden bin ich jetzt gefahren. Oh, der Luft dem Acker, das finde ich schlecht eigentlich. Für Wolga ist eigentlich gute Vorbereitung. Nur das Motorrad löst sich langsam auf. Eine Plastikteilschmütze langsam weg. Ja, neues Dekor, komm. Sauer. Gut, das war jedenfalls mein mitten in der Woche Trainingstag. Ich verabscheue mich jetzt schon mal. Bis dann mal, bis Danzig, kauf mein Merch, Schüssikowski und schalte nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, der dicke Räuber macht sich für die Landesmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern ready, Alter. Also, Hashtag alles für den Vlog, Hashtag make Räuber great again, Alter. Schüssikowski. Ach, meine Arme. Bleibe on my way. Bleibe bis ich sterb. Alles schon okay. Denn der Scheiß war es mir wert. Baby, ich bin da. Ich geb alles, was ich hab, ja. Ein viel zu schmaler Grat.